Das kleine, beschauliche Waltersdorf. Auch hier hat der Winter Einzug gehalten und so langsam macht sich Weihnachtsstimmung breit. Von Besinnlichkeit aber sind die meisten der 380 Einwohner noch weit entfernt. Eher sind sie in heller Aufregung. Der Grund, ein unverhofftes Erbe. Es wurde so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass eben die Gemeinde eine Erbschaft gemacht hat. Und da bin ich dann mal zur Bürgermeisterin und habe sie einfach mal gefragt. Die Antwort, 340.000 Euro, vermacht von einem Baron namens Hans-Jürgen von Meidell, der 2021 verstarb. Mit diesen Infos machten sich Franziska Grimm und weitere Waltersdorfer an die Recherchearbeit. Mit dem Ergebnis, der Baron lebte nach dem Zweiten Weltkrieg für ein gutes Jahr in Waltersdorf. Wir hatten ja hier dieses Rittergut und da war die Familie von Possern. Es lag eigentlich nahe, dass die nur bei den von Possers gewesen sein könnten. Und das hat sich dann auch so rausgestellt, dass es eben so war, dass die in Estland vertrieben wurden und sind dann mit dem Pferdewagen hier wieder durch Bekannte nach Waltersdorf gekommen. Und offenbar verknüpfte der Baron derartig positive Erinnerungen mit Waltersdorf, dass er dem Ort etwas zurückgeben wollte. Dass wir das waren, also das haben wir schon ganz toll gefunden. Und jetzt haben wir ja nur, wir haben ja geglaubt, sage ich mal, dass das ganze Geld nach Waltersdorf kommt, bis wir eines Besseren belehrt wurden. Denn Waltersdorf wurde vor Jahren eingemeindet. Rechtsnachfolger und somit erbberechtigt ist die Landgemeinde Molsdorf-Teich-Wolframsdorf mit Bürgermeisterin Petra Pampel. Wir hatten dann Ende des Jahres 2022 die ersten über 200.000 als Geldeingang verzeichnen können. Das war natürlich Gänsehaut-Feeling. Ich habe sowohl in öffentlichen Gemeinderatssitzungen als auch in Einwohnerversammlungen über diese Mittel, die wir dort unerwarteterweise bekommen haben und dieser Höhe. Ich habe da den Leuten auch oder den Einwohnern auch klar gemacht, dass das nicht alles nach Waltersdorf fließen kann. So sei ein Großteil des Geldes bereits genutzt worden, um den Haushalt auszugleichen. Zuletzt wurde unter anderem die Außenanlage der Kita neu gestaltet. Aber im Ortsteil Waltersdorf gibt es weiteren Handlungsbedarf. Die Sanierung des Gewölbekellers zum Beispiel steht auch auf der Wunschliste, die Franziska Grimm als Antrag bei der Landgemeinde eingereicht hat. Also ich denke schon, dass etwas hängen bleiben wird. Wie viel ist natürlich sicherlich ungewiss. Aber wenn man ein kleines bisschen Moral im Leib hat, dann wird man diesen Antrag bestimmt zustimmen. Ob der Antrag bewilligt wird, darüber wird Anfang des Jahres entschieden. Längst fest eingeplant haben die Waltersdorfer wiederum eine Gedenktafel im Gewölbekeller zu Ehren des gönnerhaften Barons.